Servus Leute, im heutigen Video geht es um G-Sync, FreeSync oder im Allgemeinen Adaptive Sync in EFT. Das ist ein Thema, mit dem habe ich mich ein bisschen beschäftigt die letzte Zeit und auch ein bisschen eingelesen. Und meine Erfahrungen damit will ich einfach mal teilen, wie man davon profitieren kann. Viel Spaß! Was ist G-Sync bei Nvidia und was ist FreeSync bei AMD? Letzten Endes sind es ziemlich gleiche Features. Wird von Monitoren unterstützt, die Adaptive Sync haben. Und die Monitore haben einfach einen Chip, mit dem die Grafikkarte direkt kommunizieren kann, sodass das Bild, wenn es die Grafikkarte ausgibt, sofort auf dem Monitor dargestellt wird, ohne dass das Bild zerreißt, also Tearing. Und ja, ist auch im niedrigen Framebereich den Input-Lag reduziert. Und ja, das war die kurze Zusammenfassung. Könnt ihr auch mal googeln einfach, was ist G-Sync, was ist FreeSync. Da gibt es auch längere Beschreibungen, aber das ist so die kurze Zusammenfassung. Ich habe sehr lange ohne G-Sync gespielt, bin aber ja vor kurzem mal wieder über dieses Thema gestolpert und habe mir gedacht, ah, das probierst du nochmal. Und ich habe ganz interessante Resultate bekommen, insbesondere im niedrigen Frame-Bereich. Benchmarken lässt sich das Ganze natürlich schwierig. Ich habe jetzt hier keine Maus mit einem Lämpchen und auch keine Highspeed-Kamera, um euch das Ganze dann auf dem Bildschirm, vom Bildschirm aufzunehmen. Und selbst das Tearing konnte ich nicht fotografieren mit meiner Handykamera. Selbst das geht nicht, aber ich kann es euch beschreiben und einfach mal meine Erfahrungen teilen. Es ist in Tarkov eh schwierig, das zu benchmarken. Und ich kann auch in den Feinheiten bloß auf G-Sync eingehen, weil ich keine AMD-Karte habe. Aber ich bin mir sicher, bei AMD gibt es sehr ähnliche Einstellungen mit FreeSync. Und ihr müsst da eh ein bisschen rumprobieren. Und meiner Erfahrung nach mit G-Sync, es bringt recht viel für Tarkov, insbesondere im niedrigen Framebereich. Normalerweise ist es so, wenn ein Spiel gut läuft und man Frames überhalb der Refresh-Rate vom Monitor hat, dann ist es überhaupt kein Thema, dann sollte man G-Sync auch auslassen. Aber in einem Spiel wie Tarkov, wo die Frames wirklich mal ja, gut runterdroppen, auch bei mir, auch wenn man einen richtig guten Rechner hat und man dann auf Streets nur mit 80 Frames rumläuft oder noch weniger, da kann man mit G-Sync sehr viel machen, insbesondere im Input-Lag und ja, allgemein wie das Mausgefühl ist. Und das habe ich ein bisschen ausprobiert. Ich habe erst mit G-Sync gespielt und hatte dann das Problem, dass es dann da noch ein bisschen Tearing gab und auch einen Bug, dass es ja das Bild zu flackern angefangen hat. Der Bug ist bekannt, ob der jetzt halt noch davon kam, dass hier meine Capture-Karte ja beim Stream damit dranhängt oder nicht. Ist ein Treiberproblem von Nvidia, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber um auch das Tearing aufzuheben, habe ich dann noch zusätzlich V-Sync angemacht und da ein bisschen rumprobiert. Und dann auch mal V-Sync im Treiber auf schnell gestellt und da recht gute Ergebnisse erzielt. Und es hat insbesondere im niedrigen Framebereich Tarkov wesentlich angenehmer gemacht und im oberen Framebereich, wo es eh nicht so die Rolle gespielt hat, wurde es allgemein ja, nicht verschlechtert und das allgemeine Spielgefühl, dieses allgemeine Mausgefühl war konstanter und man konnte ja auch mit 80 Frames so ziemlich genauso gut spielen wie ja, mit 120, 140, 160. 160 fühlt sich immer noch ein bisschen besser an. Aber mit den Einstellungen G-Sync On, V-Sync auf schnell, obwohl davon abgeraten wird, auf vielen Seiten, fand ich für Tarkov das am passendsten und ich zeige euch jetzt gleich mal einfach meine Einstellungen, die ich da gemacht habe. Meine Einstellungen rund um G-Sync. Wenn ihr alle meine Settings haben wollt, verlinke ich euch mein Settings-Video. Hier geht es rein um G-Sync. Also man geht in die 3D-Einstellungen in der Nvidia-Systemsteuerung und ja hier Escape from Tarkov Exe und dann schaut man mal. Die wichtigen Einstellungen sind, ich habe bei einem 165-Hertz-Monitor die FPS auf 161 gecapped. Das hilft mit dem, ja auch mit dem Tearing, bei G-Sync, das heißt, soll man machen, wenn man 240 hat, dann kann man ruhig mal bei 232 cappen oder so. Bei 144 macht man für gewöhnlich 141 und so weiter. Immer ein paar Frames drunter bleiben. Und dann habe ich den im Modus für geringe Latenz, habe ich auf Ultra. Das ist auch noch ein Setting, das da wahrscheinlich mit reinspielt. Wie das genau alles miteinander spielt, ist schwer zu sagen. Das kann man immer bloß ausprobieren. Und dann ja, nach seinem Gefühl gehen. Das ist auch das, was ich jetzt hier mache. Ich gebe euch mein Gefühl rund um G-Sync in Tarkov wieder, weil, wie gesagt, wirklich benchmarken ist eigentlich unmöglich. Und dann schauen wir nochmal weiter. Hier, jetzt kommt die wichtige Einstellung. Vertikale Synchronisation habe ich auf schnell. Empfohlen wird auf der Seite, wie zum Beispiel Blurbusters beim G-Sync. Ja, die haben hier G-Sync sehr analysiert. Wird empfohlen, nur auf On und nicht auf Schnell zu stellen. Und die haben das dann auch hier verglichen. G-Sync versus Fast-Sync, was diese Fast-Einstellung ist. Und hier unten sieht man zum Beispiel G-Sync plus V-Sync
und dann sieht man G-Sync plus FastSync im Vergleich. Aber es ist so, in Tarkov hatte ich mit V-Sync on bisschen weniger FPS. Die FPS sind nicht so ans Limit gegangen wie mit FastSync on. Und deswegen ist es auch sehr spielabhängig und man muss es einfach ein bisschen ausprobieren. Ihr könnt ja für euch mal ausprobieren, ich weiß nicht, wie es bei AMD ist. Da könnt ihr auch mal mit On oder wird es wahrscheinlich auch eine schnelle Einstellung geben und so weiter. Und da mal richtig rumprobieren. Und ja, ich habe es auf schnell, was letzten Endes kein echtes V-Sync ist, sondern was nur hilft, dass das Bild nicht zerreißt. Also ich hatte im unteren Bildschirmrand, hier unten hatte ich immer so, ja, hier horizontale Linien. Und das ist dadurch weg. Und ja, es lässt auch die Frames bis ans Limit gehen, also 161 in-game, was halt natürlich wichtig ist, ne? Hier G-Sync Monitor auf Vollbild aktivieren. Dazu ist halt auch wichtig, dass ihr in-game nicht borderless spielt, sondern im Vollbildmodus. Sonst müsst ihr auf Fenster- und Vollbildmodus gehen. Dann geht es auch mit borderless, aber ich würde grundsätzlich empfehlen, macht's auf Vollbild. Das wird auch in dem Guide empfohlen. Da gibt es einige, ich habe da auch ein bisschen gegoogelt hier. Das Problem, also Blurbusters ist eine sehr renommierte Seite, wenn es um solche Tests geht, rund um, ja, Lag und sowas und Monitor und so, da gibt es verschiedene Tests. Und das Problem ist, dieser Test ist halt von ja, Juni 2017, als ja, G-Sync noch relativ neu war. Sie haben das sehr ausgiebig getestet, also hier auch, ne, mit so einem Lämpchen an der Maus und haben das dann gemessen und sowas und wie hoch der Input wirklich ist. Das ist schon noch aussagekräftig, aber es hat sich natürlich auch viel im Treiber getan seitdem. Und ja, da haben wir gar nicht so Einblick. Deshalb testen, testen, testen. Schaut es euch an, ob ihr. Insbesondere, wenn ihr in-game geht, ne, und ihr weniger FPS habt, testet, ob ja, sich die Maus besser anfühlt im Vergleich und spielt ein bisschen rum. Ihr könnt auch einfach mit G-Sync und ohne V-Sync mal probieren. Würde ich eigentlich auch machen, hätte ich nicht diesen Bug, dass es so das Flackern anfängt. Aber bei mir ist es leider so. Ich muss sagen, ich sage es auch auf meinem Stream immer, Tarkov hat sich bei mir noch nie so gut angefühlt wie mit G-Sync und V-Sync auf schnell und halt ja die Settings, die ich gerade gezeigt habe. Und besonders das Konstante macht es aus, dass in den niedrigen Frames und in den hohen Frames das allgemein sich recht gleich anfühlt. Also ob ich jetzt auf Streets mit 80 FPS oder 160 FPS auf Customs habe, es ist nicht so viel Unterschied, wie wenn G-Sync aus ist. Und das ist der große Vorteil, was G-Sync bei Tarkov wirklich bringt. Und man muss dazu sagen, ich spiele auch wieder mit Nvidia Reflex. Zum Zeitpunkt des Videos ist das Setting eigentlich noch ein bisschen verbuggt, aber der Bug tritt nur noch sehr, sehr selten auf. Und deshalb würde ich im Moment auch empfehlen, macht Reflex an. Es kann passieren, dass ihr noch den Bug bekommt, von wegen, dass sich die Frames halbieren, dass sie irgendwo bei 80 hängen und das ganze Game halt ja unter Low Frames läuft und ihr neu starten müsst. Ist bei mir die letzten zwei Streams nicht passiert und deshalb habe ich es auch wieder an. Wenn es passiert, muss ich halt mein Game neu starten. Und dann funktioniert es auch wieder. Es gibt auch Situationen, wo sich G-Sync und V-Sync ein bisschen negativ auf den Input-Lag auswirken. Das ist natürlich, wenn man auf Factory oder auf Labs spielt und da die Frames einfach angecapped hätte und damit 300 Frames durch die Gegend läuft, dann wäre es am besten. Aber man will ja, ja diesen Mittelwert herstellen. Man hat einerseits die Maps wie Factory, die extrem gut laufen. Und dann hat man Streets of Tarkov, wo man dann mit 60 Frames durch die Gegend läuft. Und da will man ja irgendwie ein konstantes Mausgefühl herstellen. Deswegen ist es schon klar, wenn man auf diesen Maps das uncapped, wenn ihr vielleicht nur Labs-Spieler seid oder sonst was oder ja viel Factory spielt, dann ist es vielleicht nicht für euch. Dann macht es nicht. Oder wenn ihr eh kein Streets spielt, dann könnt ihr vielleicht auch davon absehen. Je nachdem. Aber grundsätzlich, um diese Balance herzustellen, empfehle ich auf jeden Fall G-Sync und wie gesagt FreeSync auch allgemein Adaptive Sync. Probiert's mal aus. Und ja, das war meine Einschätzung rund um dieses Thema. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und ja, wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.